Dani Büchner hat ihre Fans vor einigen Wochen mit einer großen Veränderung überrascht. Sie hat über 20 Kilo abgenommen und trägt jetzt lange blonde Extensions. Immer wieder stellt sie ihren neuen Look zur Schau, indem sie sexy Bilder in den sozialen Medien postet. Bei diesen kommentieren immer zahlreiche Hater, die kein gutes Haar an der Auswanderin lassen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die fünffache Mutter ein neues Foto, auf dem sie sich in einem sexy schwarzen Kleid präsentiert. An sich ist der Look atemberaubend schön, doch die User werfen in den Kommentaren wieder einmal mit Kritik um sich. Davon scheint Dani Büchner die Nase endgültig voll zu haben und antwortet prompt auf eine der fiesen Bemerkungen. "Ich tippe auf Schlauchmagen-OP", lautet der unangemessene Kommentar auf Dannys Abnehmerfolge. Sie antwortet darauf: "Nicht nur das, Magenband, Spritzen und ich besitze keinen Magen mehr." Dazu setzt sie ein paar Lach-Emojis, welche darauf schließen lassen, dass man diese Aussage nicht allzu ernst nehmen sollte. Trotzdem scheint die 46-Jährige genug von der Kritik zu haben. Mit ihrer Reaktion beweist Dani Büchner, dass sie sich von den Hatern nicht unterkriegen lässt und sich mit ihrem neuen Aussehen trotzdem wohlfühlt. Das stellte sie auch zuletzt mit heißen Schnappschüssen unter Beweis, auf denen sie sich in einem knappen Leo-Badeanzug in Szene setzte.